Tja, wer kennt das nicht? Man wünscht sich einen neuen Flow für sein Leben und eine bessere Beziehung, eine bessere Freundschaft zu sich selbst, mit sich selbst. Ich stand vor dieser Situation und habe mir die Frage gestellt, wodurch kann ich das am besten erreichen? Ich habe mir die Olympischen Sommerspiele nächstes Jahr in Tokio zum Ziel gesetzt. Nicht dort teilzunehmen, aber dorthin zu laufen. 16 Monate. Dafür habe ich Zeit, 16.000 Kilometer muss ich dafür schaffen und ja, entsprechend bin ich im März diesen Jahres losgestartet in meiner Heimat Lauching. Über den Südschwarzwald in Deutschland ging es über die Alpen der Schweiz, Österreichs und Italien bis ans Mittelmeer. Von dort die Küste entlang, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, über Montenegro, den Kosovo und Serbien zog es mich dann nach Bulgarien, Griechenland, ein großes Stück lang der Schwarzmeerküste der Türkei entlang bis nach Georgien. Von dort bin ich nun in Armenien gelandet. Als nächstes zieht es mich in den Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan nach China. Dort rund 5,5 Monate werde ich brauchen bis nach Shanghai. Von Shanghai aus werde ich die Fähre nehmen bis nach Osaka. Dort werde ich dann in Japan eintreffen und habe dann noch 2 Wochen vor mir bis nach Tokio, wo ich hoffentlich am 25. Juli 2020 eintreffen werde. Tja, eine solche Reise birgt viele Abenteuer. Und man lernt, jegliche Masken bei sich abzuwerfen und in innigen Kontakt zu anderen Menschen zu treten, als auch die Herausforderungen des Alltags, ins immer wieder Unbekannte zu laufen und die stetige Suche nach einer neuen Unterkunft. Doch alles in allem habe ich bisher nur die schönsten und prägendsten Erfahrungen erleben dürfen, die ich mir nie hätte vorstellen können. Seit kurzem bin ich 37. Beruflich bin ich Fachmann für Betriebsführung und akademischer Trainer, als auch Berater für Persönlichkeitsdiagnostik und habe mich die letzten 20 Jahre im Teambuilding in der Wirtschaft als auch in der Politik mit einbringen können. Privat bin ich gezwungenermaßen ledig. Meine letzte Partnerin hat mich aber dabei unterstützt, diesen Weg nun gehen zu können. Und ansonsten gehe ich gern in die Schluchten beim Canyoning, beispielsweise im Tessin. Und vor allem, ich koche sehr gerne. Ich habe 2 große Ziele. Zum einen möchte ich mich physisch und mental stärken und mehr Selbstliebe erfahren. Die verschiedenen Kulturen, Klimazonen, die werden einen dahingehend sehr wohl prägen. Das resultiert letztlich hoffentlich in einem Verlust von 40 Kilo Körpergewicht. 20 habe ich ja bereits weg. Zum anderen möchte ich ein globales Zeichen setzen für mehr Zusammenarbeit und Offenheit in der Welt. Hierfür habe ich einen Wanderweg initiiert und mit Partnerstädten zusammen, in denen Thinkstones, also Artefakte, aufgestellt werden, die von mir erstellt worden sind, möchte ich viele Menschen dazu einladen, einen solchen Weg nachzugehen, ähnlich wie man nach Santiago de Compostela läuft zum Beispiel. Ich orientiere mich bei meinem Ganzen etwa an der Seidenstraße. Um viele Menschen auch bei meinem Projekt zu integrieren, ist es meine Idee, auch das längste Freundschaftsband der Welt zu knüpfen. Wie ich 100.000 Freundschaftsbänder zusammenbekommen werde und was Albert Einstein mit der ganzen Reise als solchen zu tun hat, erfahrt ihr in meinem Podcast.